Was ist Beziehung? Und wie beeinflusst dein Enneagramm-Stil deine Beziehung? Darüber wollen wir reden in diesem Video. Ich bin Pamela Michaelis. Ich bin Enneagramm-Lehrerin und Ausbilderin. Und ich bin begeistert, heute über ein Thema zu reden, über Beziehung zu reden, weil ich es so wichtig finde, dass wir es einfach besser verstehen, was Beziehung ist überhaupt. Wir haben ein Beziehungsseminar jeden Sommer und ich merke, dass wir erstmal uns damit auseinandersetzen, was ist Beziehung überhaupt? Beziehung ist ein Feld. Beziehung ist überall. Wo auch immer du bist, wenn mehr als ein Mensch, und ehrlich gesagt mit einem Mensch, es gibt die Beziehung zu sich selber, aber sobald mehr als ein Mensch im Raum ist, dann gibt es ein Beziehungsthema. Das Feld wird in irgendeiner Art und Weise gelebt, ob man jetzt im Wartezimmer alle sitzen, sprechen nicht miteinander, lesen Bücher und vermeiden überhaupt Augenkontakt oder ob du eben eine Gruppe hast, die alle ganz intensiv miteinander in Austausch sind. Und wenn wir jetzt über Beziehung für zwei Menschen sprechen und wie der Enneagrammstil, dein Enneagrammstil, dein Beziehungsstil beeinflusst. Beziehung ist das, was findet statt zwischen zwei oder mehr Menschen. Und dein Input ist das, was durch dein Enneagrammstil, deine Grundlebensstrategie, deine drei Zentren Kopf, Herz, Bauch zur Verfügung stellen für Beziehung. Das, was für dich normal ist und letzten Endes vorprogrammiert ist, damit du gut in Beziehung zurechtkommst und damit du eine Beziehung so gestalten kannst, wie du es für gut und richtig hältst. Wie gesagt, das ist alles in dir vorprogrammiert. Du hast deine Glaubenssätze dazu, du hast einen bestimmten Wahrnehmungsstil dazu. Und was du vielleicht nicht weißt normalerweise, du hast auch einen Abwehrmechanismus, die deine innere Not schützt, also diese ganz tiefen Verletzungen in dir, tiefe Erfahrungen, die du nie wieder erleben willst. Dafür hast du einen Abwehrmechanismus entwickelt. Jeder Enneagrammstil hat einen Abwehrmechanismus entwickelt. Wenn wir über Beziehung sprechen, wir müssen klar sein, eine Person ist noch nicht eine Beziehung. Eine zweite Person auch noch nicht. Beziehung ist, wenn eine Person hineintut, der andere hineintut und das, was im Zwischenraum damit passiert, das ist, wo Beziehung stattfindet. Und das, was wir spüren und erleben als Beziehung. Am Anfang einer Beziehung sind wir alle mit vielen Hormonen und einer großen Anpassungswillen unterwegs. Auch wenn wir neu im Team sind oder wenn wir in eine neue Situation, in einen Sportclub, oder wenn es eben unsere intime Beziehung zu Hause ist. Also am Anfang, wir sind interessiert, dass es gut wird und wir haben eine große Anpassungsfähigkeit zur Verfügung. Aber mit der Zeit, diese Anpassungsfähigkeit lässt ein bisschen nach und unsere Grundlebensstrategie, unsere Enneagramm-Themen, unsere Knöpfe, unsere Sensibilitäten, die werden irgendwann ein bisschen gedruckt. Und unser Abwehrmechanismus beginnt, dich zu schützen, uns zu schützen. Und es tut es für jeden einzelnen Mensch. Und wenn wir über Beziehungen reden zwischen zwei Menschen und die verbringen mehr Zeit zusammen über einen längeren Zeitraum, irgendwann ist die Anpassungsfähigkeit sehr reduziert. Die Empfindlichkeiten sind hoch und es fangen an, diese sogenannte Beziehungsthemen zu entwickeln. Wir haben alle Beziehungsthemen. Und interessanterweise, wenn wir genau hinschauen, haben wir Beziehungsthemen, die wir beobachtbar wiederholen. Es ist ja nicht nur mit einem einzigen Mensch. Aber diese Beziehungsthemen, die fangen an, so ein bisschen brockenartig zu werden. Das ist da, wo wir ein Gefühl bekommen von, wir kommen nicht weiter, das ist schwierig, wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir wissen nicht aktiv damit umzugehen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo das Enneagramm enorm viel Erleichterung bringen kann. Ich sage immer, es gibt ein Leben vor dem Enneagramm, es gibt ein Leben nach dem Enneagramm.
Und ganz bestimmt gibt es eine Beziehung vor dem Enneagramm, eine Beziehung nach dem Enneagramm. Wenn wir unser jeweiligen Enneagramm-Stil kennen, wenn wir unsere eigenen Themen auch annehmen können, erkennen können, und wenn wir anfangen, darüber zu reden, das sind oft Themen, die zwar irgendwie ein bisschen gestört haben, aber die, worüber wir nie geredet haben. Und wir neigen sowieso dazu, eher Störfaktor zu sehen und nicht unbedingt die Kompetenzen anzusprechen. Aber wenn wir unser Enneagramm-Stil kennen, die unseres Gegenübers, und wir haben diese neue Sprache zur Verfügung, und wir können eine gewisse Empathie für diese Abwehrmechanismen entwickeln, und wir können Wertschätzung für die Kompetenzen gegenüber, die ganz anders sind als meine meistens, dann können wir anfangen, eine gewisse Empathie innerhalb dieser Beziehung hineinzutun, gegenseitige Interesse, gegenseitige Wertschätzung, echte Interesse, dass es mir geht gut und dass es der anderen Person auch gut geht. Und das ist, wo Bewegung in Beziehung stattfindet, weil wir nicht mehr hilflos sind. Wir haben etwas in der Hand, was wir als Werkzeug nutzen können, unsere Beziehung weiterzuentwickeln. Wir haben bestimmte Tools. Es gibt ein Tool, die ich eigentlich seit 1996 nutze, die mich sofort fasziniert hat. Und wir nennen es Interaktion. Und es gibt uns die Möglichkeit, zwei Menschen gegenüberzustellen, vielleicht unterschiedlich, aus unterschiedlichen Zentren, aber auf jeden Fall mit irgendeinem Beziehungsthema miteinander oder sogar ein Repräsentant für diesen Enneagramm-Stil, wenn der andere Person nicht im Seminar ist. Und wir leiten sie durch die Zentren. Wir ermutigen sie, genau das zu sagen zur anderen Person, was die normalerweise sagen würden. Und wenn diese Person meinetwegen ein Bauchmensch ist und die geben die Antwort, ich weiß gar nicht, was du von mir willst, dann sind die erstaunt, weil die denken, wir haben klare Worte benutzt. Und wenn wir diese Herzmensch, Kopfmensch ermutigen, selber im Bauch zu kommen und vom Bauch zu sprechen oder eine Bauch-Herz-Verbindung zu sprechen, und dann bekommen die das Feedback vom Gegenüber, ach so, das meinst du. Jetzt höre ich dich, jetzt kann ich dich verstehen, jetzt weiß ich, was du willst, jetzt ist es in Ordnung. Wenn wir diese Bewegung, also der ganze Raum ist immer sehr tangiert von dieser Art Interaktion, es ist so effektiv und da merken wir, wenn wir lernen können, mit unseren Zentren aktiv umzugehen, in Beziehung, da draußen, dann haben wir ein mächtiges Werkzeug. Wir können Beziehungen stark beeinflussen. Und wir wollen sie auf eine gute Art beeinflussen. Für mich ist Beziehung ein Modus für ein gut funktionierendes Leben. Es braucht Information, es braucht Wertschätzung, es braucht auch Klarheit und den Willen, mich für die Beziehung einzusetzen. Also mich von meinem Teil, meine Position zu beziehen und genauso Erlaubnis geben und auch wollen, dass der Gegenüber es auch tut und dass wir mit Wertschätzung und Interesse uns begegnen, möglichst. Mit die Möglichkeit zumindest von alle drei Zentren. Wir benutzen diesen und anderen Tools in unseren Seminaren. Wir legen so viel Wert drauf, dass Beziehung gepflegt wird. Unter Teilnehmer, unter den Menschen mit deren Beziehung zu Hause, im Arbeitsplatz. Und dass die Menschen gute Tools auch mitnehmen, dass die viel lernen über Beziehung. Und in anderen Seminaren auch, aber speziell in diesem Beziehungsseminar lernen die Teilnehmer sehr viel über diesen Themen. Und ja, wir finden es wichtig, dass das, was im Seminar erlebt wird, nachhaltig ist und auch mitgenommen werden kann.